Gerät, Vorlesung fortsetzen. Multiplizieren wir die 3x3-Matrix, die die Rotation um die Hauptdiagonale beschreibt, mit einem Vektor, der auf der Hauptdiagonalen und somit auf der Rotationsachse liegt, so kommt auch nach Matrizenmultiplikation logischerweise derselbe Vektor heraus, was hier zu beweisen war. Kapitel Römisch 9, die Kreiszahl Pi. Pi ist genau 3. Was, werden Sie sich fragen? 3? Ja, denn Kreise sind rund und für nur 3 Euro-Dollar gibt es jetzt den kreisrunden McBeef mit extra Gluten, saftiger Buttersoße und bis zu 12% Rindfleisch. 12% Beef. 12% Beef, 120% mehr Power. Jetzt auch in Ihrer McMensa. Kapitel Römisch 9, die Kreiszahl Pi. Schon Archimedes bewies den Zusammenhang bei Kreisen. Die Symptome treten nach einer Inkubationszeit von etwa 1 bis 3 Tagen auf. Die typischen Symptome sind bisweilen Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und insbesondere schmerzhafte Schluckbeschwerden. Und deshalb sollte bei einer Angina tonsillaris unbedingt das Präparat OxyPlus 3000 von der Firma Schneider Pharm verschrieben werden. Alles andere wäre geradezu unethisch gegenüber dem Patienten. Wir sind verpflichtet hinzuzufügen, dass medikamentöse Präparate mit demselben Wirkstoff auch von anderen Herstellern existieren und ebenso wirksam sind. Zum Lernen bietet sich der Merksatz an, bei Angina tonsillaris ist OxyPlus ein Muss. Die beklagte Gesellschaft unterlag auch in letzter Instanz und wurde abschließend zur Zahlung der geforderten 12,4 Milliarden Euro-Dollar verurteilt. Damit endet Kapitel 6.3 Internationales Handelsrecht. Für zusätzliche Informationen haben Sie folgende Möglichkeiten. 5 weitere Beispielfälle aus den letzten Jahren für nur 19,90 €. Für nur 29,90 €. Erhalten Sie die Aufgaben der bevorstehenden Klausur über internationales Handelsrecht. Oder, und das ist ein Angebot, das nur noch die nächsten 15 Minuten gilt, die Klausuraufgaben inklusive der Lösungen für nur 39,90 €. Paket C. Sie haben gewählt Paket C für 39,90 €. Ich gratuliere zu dieser Entscheidung. Zur Zahlung halten Sie bitte Ihren persönlichen Fingerabdruckscanner sowie eine Haarprobe zum DNA-Abgleich bereit.